Professor Flitwick, wir müssen über das Theaterstück reden. Professor Flitwick, sind Sie da? Professor Flitwick? Wir können auch einfach in den Unterricht gehen. Nee, Flitwick hat gesagt, der Unterricht sei zu Ende. Mr. Bailey, was verschafft mir das Vergnügen? Hallo, Professor Flitwick. Also, ich arbeite an einer Aufgabe für das Zaubereiministerium und brauche Ihre Hilfe. Nein! Das war ja jetzt gar nicht das von der zeitlich begrenzten Nebenquest. Das war ja jetzt die Hauptstory. Oh nein. So viel zum Thema. Ich mach das Event ohne Stress an den vier freien Tagen. Die verzauberten Fenster wurden verflucht und Mad-Eye hat mich damit beauftragt, den Fluch zu brechen. Eine passende Aufgabe für Sie, aber ich bin eigentlich gerade mit einem Theaterstück beschäftigt. Also wozu brauchen Sie meine Hilfe? Die verzauberten Fenster zeigen Wirbelstürme und lenken die Ministeriumsmitarbeiter ab. Solange die Leute abgelenkt sind, kommt niemand mit seiner Arbeit voran. Ich verstehe. Lassen Sie uns meine Bücher durchblättern, während Sie mir mehr über Ihre Zeit im Ministerium erzählen. Und danach spreche ich für das Theaterstück vor, okay? Ach man, so viel zum Thema stressfrei. Aber Sie halten das Buch sehr interessant, Professor Flitwick. Da sieht man den wahren Könner. Bei meinem ersten Besuch im Zaubererministerium habe ich mich 2 Stunden lang verlaufen. Ja, es ist auch wirklich sehr groß, das Ministerium. Da kann man ewig nach rechts wischen, bis man da mal am Ende ankommt. Ich weiß möglicherweise, mit welchem Zauber die Fenster belegt wurden. Allerdings ist das Theaterstück gerade wichtiger, Mr. Bailey. Im Ministerium war es bisher keine Minute langweilig. Dieses Buch befasst sich mit dem Wetter, aber nicht mit Fenstern. Das wäre ja, als würde ich jetzt einfach die Wetternachrichten schauen. Können Sie diesen Bücherstab bitte durchgehen? Ich glaube, das Buch, das ich suche, ist da drin. Und das Skript für das Theaterstück übrigens auch. Oh, es kommt mir wie gestern vor, als Sie noch ein Erstklässler waren. Tonks und ich haben bei unserem ersten Auftrag Zauberstäbe registriert. Schade, dass Sie nicht waren. Also wir haben da von jedem, der reinkommen kam, durften wir den Zauberstab anfassen. Vergessen Sie nicht, noch weiterhin fleißig zu lernen. Und wenn ich mal im Zaubererministerium bin, dürfen Sie auch meinen Zauberstab anfassen. Wir werden herausfinden, wer die Fenster mit einem Fluch belegt hat. Sie haben ein echtes Abenteuer erlebt. Und wie gefällt Ihnen die Zeit im Ministerium bisher? Ziemlich anstrengend, Professor. Aber im positiven Sinn. Ich lerne eine Menge bei meinem Praktikum. Eine gewisse Herausforderung gehört zum Lernen dazu. Sieht aus, als würden Sie auf Schritt und Tritt von Geheimnissen verfolgt, Mr. Bailey. Überall, wo ich hinkomme, gibt es Geheimnisse zu lüften. Und momentan stehe ich vor dem Rätsel, was auf diese Fenster gezaubert wurde. Sie meinten, Sie hätten eine Idee? In der Tat, aber um meine Idee zu überprüfen, brauche ich den Zauberstab, mit dem die Fenster verflucht wurden. Da haben Sie Glück, Professor Flitwick, denn ich habe den Zauberstab hier bei mir. Wunderbar, Mr. Bailey. Ich werde einige Zeit brauchen, um den letzten Zauber zu ermitteln, der mit dem Zauberstab gezaubert wurde. Machen wir das nach dem Theater? Ja, ungefähr bis nach dem Theater, Professor. Aber je länger dieser Fluch halt auch andauert, desto mehr Arbeit bleibt im Ministerium liegen. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Nach der Premiere sehen wir weiter, ja? Vielleicht sollen Sie in der Zwischenzeit mit Ihren Freunden sprechen. Wegen den Hauptrollen und so. Ich glaube, Curry Hayden hat nach Ihnen gefragt. Aber die spielt nicht mit in dem Theaterstück. Ich werde Sie jetzt einmal nicht fragen, was sie wollte. Sie hat nichts mit dem Theater zu tun. Vielen Dank, Professor. Bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen gerne etwas sagen. Was denn, Professor? Aus Ihnen ist ein herausragender junger Zauberer geworden. Und ich bin sehr stolz darauf, Ihr Hauslehrer zu sein. Vielen Dank, Professor Flitwick. Das bedeutet mir eine Menge. Und jetzt werde ich herausfinden, welche wichtigen Informationen Curry für mich über die Geschehnisse in Hogwarts hat. Nein, werde ich nicht. Nein, werde ich nicht. Nein, nicht Curry. Nein, du, ja, mach deine Pause mit jemand anderem. Wir haben ja... Nein, das da, Zauberkunst. Ja, wunderbar. Ja, auch hervorragend. Wieso ploppt das eigentlich jedes Mal wieder auf, wenn hier eh nichts zu gewinnen ist? Das Spiel sieht doch, dass ich alle Gewinne schon abgeholt habe. So, ja, nee, das... Oh, Duellier-Event. Ich brauche... Na, 2 Paar Bücher, ich brauche aber noch 8. Was ist das? Bubblefluch. Okay. Nein. Ich wollte jetzt zu... Ja, nein, ich will auch kein Tieroutfit. Jetzt gehe ich zur Zauberkunst.
Ja, hallo, ich bin's nochmal, Professor. Und mein letzter Tipp: Um etwas zum Tanzen zu bringen, muss es zuerst Beine haben. Oh. Denken Sie an diese weisen Worte, wenn Sie wieder einmal Beine an Teetassen zaubern. Sie können gehen. Tschüss, ihr. Verzeihung, Professor Flitwick, ich weiß, ich war gerade erst da. Aber wir wollten Sie fragen, ob Sie einen Moment Zeit haben, um über Ihr Theaterstück zu sprechen. Oh. Selbstverständlich, Mr. Bell, ich habe den Zauberstab auch noch nicht überprüft. Wenn es um ein anstehendes Theaterstück geht, habe ich alle Zeit der Welt. Oh. Um die Wahrheit zu sagen, hege ich schon seit vielen Jahren meinen Traum von der Bühne. Oh. Und Verzauberter Frühling wird mein Meisterwerk. Es freut mich, dass Sie eine Gelegenheit bekommen, Ihren Traum zu verwirklichen, Professor. Ich habe den Traum, bei Ihrer Show eine Hauptrolle zu spielen. Mirolo und ich sind auch dran interessiert, vorzusprechen. Oh. Stellen Sie sich nur die Ehre vor, die mächtigste Hexe in Hogwarts auf Ihrer Bühne zu haben. Mirola möchte damit sagen, dass wir gehofft haben, von einem Experten wie Ihnen ein paar Ratschläge für das Vorsprechen zu bekommen. Oh. Ich kann Ihnen gerne einige Ratschläge geben. Zu einem herausragenden Vorsprechen gehören viele Dinge. Oh. Charakterstudien, Kostüme und sogar Spontanität sind wichtig. Wozu möchten Sie einen Rat? Ich würde gerne mehr über Charakterstudien erfahren. Oh. Bei Charakterstudien geht es darum, sich in eine Figur hineinzuversetzen und dazu sollten Sie Nachforschung anstellen. Sie müssen das Skript von vorne bis hinten kennen, um die Beweggründe Ihrer Figur zu verstehen. Das klingt, als hätte ich bis zu meinem Vorsprechen viel zu lesen. Danke für den Ratschlag, Professor. Professor, worum geht es denn in Ihrem Theaterstück, Herr Zauberer Frühling... Stingsbums? Oh. Schön, dass Sie mich gefragt haben. Verzauberter Frühling erzählt die Geschichte einer heldenhaften Frühlingsnymphe. Sie hält den Wintergast davon ab, ewige Kälte zu verbreiten. Und dabei verlieben sich die beiden ineinander und gestehen einander ihre unendlich große Liebe in einer romantischen Szene. Was für eine spannende Geschichte, Professor. Ja, mir gefällt die Bedrohung der ewigen Kälte. Aber muss es am Ende unbedingt so schmalzig werden? Damit möchte Mirola sagen, dass Ihr Theaterstück sehr romantisch sein dürfte, Professor. Oh. Darauf hoffe ich auch für die Aufführung. Es liegt jedoch an den Schauspielern, eine glaubwürdige Darbietung abzuliefern. Ich hoffe, dass Sie die richtigen Schauspieler finden, um Ihrem Stück gerecht zu werden. Dafür müssen die Schauspieler ihre Darbietung sehr ernsthaft und überzeugend rüberbringen, Mr. Bailey. Oh. Fühlen Sie sich wohl dabei, Ihre Emotionen auf der Bühne so oft zu zeigen? Keine Sorge, Professor, ich fühle mich wohl dabei, meine Emotionen auszudrücken. Ganz egal, wie tief und von Herzen kommen sie auch sein mögen. Die Furchtlosigkeit der Jugend. Zeigen Sie mir diese unerschütterliche Ruhe beim Vorsprechen und Sie werden eine herausragende Leistung zeigen. Es freut mich, Hogwarts eine Geschichte zu schenken, in der die Liebe siegt. Danke für Ihre Zeit, Professor. Ich wünsche Ihnen einen viel Glück beim Vorsprechen. Auf Wiedersehen. Ich muss noch den Zauberstab angucken. Cody, es freut mich zu hören, dass du für das Theaterstück versprechen wirst. Ich werde mich auch um eine Darbietung bewerben. Wenn unser Vorspringen gut läuft, können wir vielleicht gemeinsam als Stars auftreten. Ich bin normalerweise kein Fan von Menschenansammlungen, aber zusammen mit dir werde ich mich auf der Bühne sicher fühlen. Es freut mich, dass du dich in meiner Nähe wohlfühlst, Gera, aber du brauchst mich nicht dafür, du bist auch ohne mich stark. Vergiss nicht, dass ihr die Hauptrolle noch nicht bekommen habt. Wir müssen immer noch vorsprechen. Und wenn wir versprechen wollen, müssen wir uns vorbereiten. Warum helfen wir uns nicht einfach gegenseitig bei den Vorbereitungen fürs Vorsprechen? Ist das dein Ernst? Immer sind es 3 Sterne und immer wenn ich dann ins Bett gehe, also wenn es abends ist, sind es gleich 5 Sterne. Gut, aber ich werde das trotzdem schaffen, ich kann ja zwischendurch Energiepunkte farmen. Lasst uns abwechselnd die Texte für die beiden Hauptrollen probieren. Eine realistische Darbietung spricht alle Sinne an. Wir müssen uns den kompletten Text merken, um ihn auswendig vortragen zu können. Es ist wichtig, dass wir in dieser romantischen Frühlingsgeschichte unsere Gefühle zeigen. Vielleicht sollten wir ein Diagramm der Bühne zeichnen und die Bühnenanweisung durchgehen, Cody? Was meinst du? Ich werde bestimmt eine hervorragende Schauspielerin sein, denn ich bin in allem hervorragend. Hoffentlich müssen wir nicht die romantische Szene versprechen, dafür bin ich noch nicht bereit. Ich werde es mit Method Acting versuchen, was auch immer das ist. Vielleicht schaffe ich es, bei meinem Vorsprechen auf Kommando zu weinen. Habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr für das Vorsprechen vorbereitet seid? Ja, deine Ratschläge sind sehr hilfreich. Ich werde meinen Text auswendig vortragen und mich auf meine Darbietung konzentrieren.
Und die Szene mit der Liebeserklärung wird mir keine Probleme bereiten. Nach meinem Auftritt werden die Leute nur noch an mich denken, wenn sie an wahre Liebe denken. Hätte ich doch nur dein Selbstvertrauen, Mirula. Ich bin ziemlich nervös, was die romantische Szene angeht. Jetzt können wir nur noch beim Vorsprechen alles geben und hoffen, dass wir die Hauptrolle bekommen. Oh, und Diego ruft uns schon in die große Halle zum Vorsprechen. Allerdings ist das doch erst morgen, habe ich mir sagen lassen. Jetzt wollte ich nochmal kurz in die Vergangenheit gucken. Nachdem wir jetzt zwei Flitwick-Szenen hatten, hole ich mir noch ganz schnell eine dritte Flitwick-Szene dazu. Und zwar das Kennenlernen mit Flitwick. Das waren noch Zeiten. Hier habe ich das erste Mal seinen Klassenraum betreten. Die Aussicht auf unseren ersten Unterricht macht mich etwas nervös. Um ehrlich zu sein, macht mich so ziemlich alles nervös. Ja, Ben war damals noch nicht der taffe Typ, der er heute ist. Ich habe gehört, dass wir dieses Jahr Alohomora, Flipendo und Lumos lernen werden. Ja, du hast aber vor allem Probleme mit Wingardium Leviosa in der Zukunft. Es geht los, Cody. Bald sind wir alle große Zauberer, sagte Rowan damals zu mir. Aber ich habe mich natürlich an Professor Flitwick vorgestellt. Freut mich, dich kennenzulernen, Professor Flitwick. Ich freue mich schon auf Zauberkunst. Mann, was war ich ein Schleimer. Sie sind Mr. Bailey, nicht wahr? Wenn Sie Ihrem Bruder nacheifern, sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Er war einer meiner besten Schüler. Allerdings war er auch einer meiner rebellischsten Schüler. Werden Sie sich an die Regeln halten? Ich bin hier, um zu lernen, Professor. Ich möchte keinen Ärger machen. Nun gut, Mr. Bailey. Setzen Sie sich. Der Unterricht beginnt gleich. Ja, und der Unterricht lief sehr gut. Ich konnte direkt... Also, ich habe natürlich hier jetzt was rausgeschnitten. Ich hatte noch Unterricht dazwischen, aber danach konnte ich direkt Lumos zaubern. Mann, was war ich talentiert. Also bin ich immer noch. Gut gemacht, Mr. Bailey. Das war die beste Vorführung von Lumos, die ich seit langem von einem Erstklässler gesehen habe. 10 Punkte für Ravenclaw. Gute Arbeit, Cody. Ich habe alles gelesen, was ich über Lumos finden konnte. Und dein Zauber war immer noch besser. Du bist ein Naturtalent. Du hast schon 10 Hauspunkte für uns verdient. Du hast zwar gesagt, dass du gerne von den anderen Ravenclaws lernen möchtest, aber es sieht mehr danach aus, als könnten wir etwas von dir lernen. Als nächstes haben wir Zaubertränke. Ich habe das Gefühl, dass eine Stunde bei Snape kein Kinderspiel sein wird.